Hallo meine lieben Birdrider, hier ist wieder euer Landsquid. Willkommen zur nächsten Runde von Landsquid Birdrider sucht den Fallout 4 Superstar. Der beliebteste Begleiter, die beliebteste Begleiterin aus der Community, aus der Landsquid Birdrider Community wird gesucht. Ihr habt beim letzten Mal wieder abgestimmt, ich habe eure Stimmen gezählt und heute müssen uns wieder 5 Begleiter, 5 Begleiterinnen verlassen. Im Halbfinale übrigens. So, fangen wir an mit unserem Erstplatzierten. In unserem Fall nichts Gutes. Der am wenigsten beliebte Charakter bei euch, von denen, die noch übrig waren, auf dem ersten Platz. Deacon mit insgesamt 36 Stimmen wurde der Verwandlungskünstler rausgewählt. Die Autoren des Spiels wollten Deacon wohl witzig machen. Auf viele von euch wirkte er allerdings offensichtlich einfach nur nervig. Somit hat Deacon mit einem kleinen Vorsprung heute auf dem 6. Platz geschafft. Auf dem 2. Platz mit 27 Stimmen Old Longfellow. Normalerweise sage ich zu jeder Figur, die ausscheidet, immer ein paar Worte, aber ehrlich gesagt weiß ich nicht mal so richtig, was ich über Old Longfellow sagen soll. Er ist halt ein alter Kerl, der irgendwo auf Far Harbor wohnt und ja, und jetzt wurde er rausgewählt. Kommen wir zum 3. Platz für heute. Mit 26 Stimmen, also gerade mal einer Stimme hinter Old Longfellow, Robert McCready. Ja, aus dem Charakter hätte man mehr machen können. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass einige den sogar komplett übersehen haben in ihrem ersten Playthrough. Der sitzt auch ein bisschen unscheinbar irgendwo auf einem kleinen Tischchen irgendwo an der Ecke. Und das einzige Interessante an dieser Figur ist im Grunde, dass man sie schon als Kind in Fallout 3 treffen kann. Nette Verbindung, aus der aber leider nicht wirklich was gemacht wird. Schade. Auf dem 4. Platz mit 23 Stimmen, Kate. Ich mochte Kate immer. Kate gehörte zu meinen häufigsten Begleiterinnen. Ich kann ehrlich gesagt nicht genau sagen, warum. Sie war mir einfach irgendwie sympathisch und genauso war sie anscheinend vielen von euch einfach unsympathisch. Kommt vor und auf dem 5. Platz für heute mit immer noch 17 Stimmen Piper Wright, die rasende Reporterin des Ödlands. Auch die war für manche ein bisschen nervig, für andere hat sie vielleicht einfach keinen so bleibenden Eindruck hinterlassen und man muss auch sagen, die Konkurrenz ist natürlich ziemlich hart, denn jetzt im Rennen, die 4 verbleibenden Kandidaten für nächste Woche sind Dogmeat, John Hancock, Nick Valentine und Curry. Da sind natürlich definitiv einige Fan-Favorites und einige Lieblinge mit dabei. Da fällt einem natürlich schwer dagegen anzukommen, wenn man so eine Kate oder so eine Piper ist. Ich bin echt sehr gespannt, wer im Finale gewinnen wird. Alle der noch verbleibenden Kandidaten haben in dieser Runde kaum Stimmen eingesammelt. Und die 5, die heute rausgeflogen sind, haben im Vergleich dazu wirklich die meisten Stimmen zusammengekriegt. Also heute war es wirklich sehr eindeutig, überhaupt nicht knapp, eine ganz klare Grenze zwischen den 5 rausgeflogenen und den 4 verbleibenden fürs nächste Mal. Naja, stimmt jetzt unter diesem Video ab, wer beim nächsten Mal rausfliegen soll. Ganz wichtig, ihr schreibt den Namen der Figur in die Kommentare, die ihr rauswählen wollt, nicht die, die gewinnen soll. Zur Wahl stehen noch Dogmeat, John Hancock, Nick Valentine und Curry. Ich schreibe euch die 4 auch wieder in die Infobox, ein bisschen weiter unten, damit es nicht schon spoilt. Und ich zähle dann wieder nächste Woche am Donnerstag wahrscheinlich die Stimmen aus. Und dann am Sonntag wird der Gewinner der 2. Runde im Grunde unseres Beliebtheit-Contests hier bekannt gegeben. Ich habe es schon bei unserem Resident Evil-Spiel gesagt und das gilt auch für dieses Fallout-Spiel. Der Gewinner, die Gewinnerin kriegt definitiv ein Lore-Video hier auf dem Kanal, ein ausführliches, wenn es nicht schon eins gibt. Und die Figuren, die hier gewinnen, die Spiele, werden mein Kanal-Banner ziehen. Ich warte jetzt noch ein bisschen, bis wir ein paar Gewinner zusammen haben und werde dann meinen Kanalbanner updaten mit diesen Figuren darauf. Aber ja, genau. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich bin sehr gespannt, wer gewinnen wird. Auch mir persönlich wird es echt schwer fallen, unter den letzten verbleibenden Favoriten jetzt eine Wahl zu treffen. Also eine Wahl zu treffen, wer rausfliegen soll vielleicht, aber wer gewinnen soll, das wäre für mich sehr schwer, denn ich habe mindestens 3 von den 4 wirklich als Favoriten im Grunde eines Landsquid
Bird Rider Community Vote Spieltitels durchaus würdig. Tja Leute, für heute soll es das aber auch schon wieder gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Vergesst bitte nicht, das Video zu liken und abonniert den Kanal, wenn ihr es nicht schon getan habt. Und ich hoffe vor allem auch, diese Spielereihe, dieses Voting-Spiel gefällt euch, weil ich würde das gerne noch über viele Themengebiete und Auswahlmöglichkeiten hinweg fortführen, wenn ihr auch Bock drauf habt. Vielen Dank fürs Zusehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao und mögen die Tentakel der Tiefe mit euch sein.